Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Moin zum Telestammtisch. Ihr wisst ja, was euch hier erwartet. Die Besprechung zu neuen Filmen und Serien. Heute sind das Fate, The Wings Saga. Von dieser Serie weiß ich nicht besonders viel, außer, dass es eine Zeichentrickserie auf Nickelodeon gab und auf der basiert das Ganze. Wie Sarah, Sven und Marco das gefunden haben, das sagen sie euch selber. Viel Spaß beim Hören. Danach folgt die Besprechung zu Dickinson. Die erste Staffel auf Apple TV war schon sehr erfolgreich im Jahr 2019 und jetzt startet die zweite. Es ist eine Dramedy über die Schriftstellerin Emily Dickinson. Britt und Paul haben sich das angeguckt. Und zu guter Letzt The Black String. Ein Gruselfilm mit Frankie Muniz, den kenne ich nur als Malcolm mittendrin, aber der Trailer sagt mir, das hat nichts damit zu tun. Das ist gruselig. Besprochen wird das Ganze von Adrian, Patrick und Sam und die lassen euch wissen, ob sich das lohnt. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen oder uns mit einem Coffee zu sponsern, geht in die sozialen Medien, sucht uns auf Instagram, YouTube, Facebook. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, mit uns zu interagieren. Wir würden uns freuen. Macht's gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer zauberhaften, feenhaften Episode des Telestammtischs. Heute besprechen wir, das sind Glitzer Sarah. Hallo. Und Tanz, Sing, Marco. Hi. Und ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan, was ich jetzt quatschen soll. Sven, hallo. Wir begeben uns heute in die zauberhafte Welt von Fate the Wings Saga. Das ist eine wunderhübsche, glitzernde Live-Adaption eines italienischen Klassikers, der, glaube ich, seit 2006 läuft oder noch ein bisschen früher und ziemlich viele Zeichentrickstaffeln hat, von kleinen, süßen Elfchen in kurzen und knappen Outfits. Die Serie läuft bei Netflix ab dem 22.01. jeweils zu 6 Folgen, a 50 Minuten, aber FSK 16? Okay, ich würde sagen, Sarah soll uns erstmal mit dem Inhalt erfreuen und dann eine Feenserie ab 16. Schieß los! Ja, da wird's natürlich spannend. Wir sind in Alfea, das ist eine Schule für Feen und die Experten, wie sie glaube ich heißen, also für Mädchen und Jungs. Und dort treffen wir unsere Hauptcharakterin Bloom, die dort ihre Feuermagie zu beherrschen lernen möchte. Dabei hat sie jedoch ein paar Probleme, da sie so nicht so ganz mit ihren Emotionen im Einklang steht. Und wir lernen auch ihre Mitbewohner kennen. Das sind 4 andere Feen, die alle ihre eigenen kleinen Problemchen mit ihren Kräften haben. Und zusammen wollen sie ja an dieser Schule sich selbst kennenlernen, ihre Kräfte kennenlernen. Und Bloom möchte das Geheimnis ihrer Herkunft lösen. Und um diese Geschichte wendet sich die Fate the Wings Saga in 6 Folgen. Gut. Kennt ihr die Zeichentrickserie? Yes. Komm mal, ja, ich kenne sie auch. Ich habe 3 Mädchen zu Hause und da komme ich zwangsläufig irgendwie mit in Berührung. Deswegen war mir so manches nicht ganz so neu vielleicht. Also gerade die Namen wusste ich und ich finde, die Charaktere sind auch optisch relativ gut getroffen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Okay, also ich kenne es als Zeichentrickserie nicht. Meine hat es Gott sei Dank nicht geguckt. Also ich habe mir mal eine Folge angesehen. Jo, alle, es ist okay. Also es gibt Schlimmeres. Es gibt deutlich Schlimmeres. Es ist bunt. Das auf jeden Fall, ja. Aber ja, wie gesagt, mir ist dieser Zug da wirklich völlig vorbeigegangen. Und hat mich dann der Trailer, als ich den da gesehen habe zu Fate, dachte ich, naja, könnte ja so ein leichter Mix aus Harry Potter und halt anderen Zaubersachen sein. Und ja, wie gesagt, also dieses FSK 16 schockiert mich einfach immer noch. Das hat mich echt fertig gemacht. Schon am Anfang dachte ich, gut. Was passiert denn jetzt, ne? Eine Feenserie ab 16. Ja, und es beginnt auch relativ blutig gleich zum Anfang, ne? Und es zieht sich auch konsequent durch, ne? Also gerade, was war das, in der 2. oder 3. Folge nachher, gab es ja so ein kleines Gemetzel, so würde ich mal sagen. Ja, das war ein Gemetzel.
Ich meine, wir sehen das Gemetzel nicht, aber wir sehen dann am Ende die Leichen und das war schon teilweise sehr explizit dargestellt auf jeden Fall. Und es hat so mich tatsächlich ein bisschen angesprochen, aber ich glaube, Netflix geht da auch so ein bisschen auf diese Schiene, was sie mit Sabrina schon gemacht haben. Ne? Sabrina war so aus meiner Kindheitstagen so auch eher so, was auf Nickelodeon halt lief, was ich, keine Ahnung, wie alt ich war, 10 oder so, habe ich sehr gerne geguckt und jetzt machen sie halt auch eine 18er-Sache draus halt einfach, ne? Oder 16er-Sache auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr sagt, die Charaktere sind gut getroffen, also ich meine, mit dem kleinen Einblick, den ich da gehabt habe, konnte ich mir da jetzt wirklich großen Bild machen. Ist es eine gute Live-Adaption? Oder? Sie haben es halt ganz schlau gemacht. Es ist keine 1-zu-1-Adaption. Mhm. Also klar, Bloom, die Hauptcharakterin, die hat immer noch rote Haare und heißt Bloom und hat Feuermagie. Toll. Aber das Verhältnis zu ihren Eltern ist zum Beispiel schon mal ein ganz anderes. Die Stella wird auch ein bisschen anders porträtiert. Nicht wirklich komplett anders, aber schon mit so einem kleinen Twist. Die Musa hat zum Beispiel ganz andere Fähigkeiten plötzlich und ist auch irgendwie ganz anders drauf. Ganz interessant. Und ich habe das Mädchen, den Namen von dem Mädchen vergessen, die mit Wasser zaubern kann. Aisha. Ah, genau. An die habe ich mich, die gibt es, glaube ich, im Original gar nicht. Das weiß ich gerade gar nicht. Also zumindest an so eine Kraft habe ich mich gar nicht erinnert. Und es gibt auch keine Fee wie Flora, die halt ganz viel mit Blümchen macht, sondern es gibt Terra und die hat halt die Kraft der Erde. Also haben sie schon ein bisschen Kreativität gelassen. Was ich aber ganz süß fand, sie hat, also Terra erwähnt einmal, dass sie eine Cousine hat, die Flora heißt und immer mit Blumen arbeitet. Das war so ein kleiner Gimmick zu der Originalserie. Das fand ich ganz süß gemacht. Okay. Kommen wir erstmal zur Schule. Also ich muss sagen, an mir ist die Serie wirklich abgeprallt. Ich hatte null Zugang. Wirklich gar keinen. Dazu aber erstmal später. So von der Schule her, das war so der erste Dämpfer, weil ich stelle mir halt so, ja, wenn einer zu mir sagt, oh, du bist eine Fee, dann stelle ich mir so Hogwarts-mäßig vor. Ne? Ja. Und das sah aus wie gekonnt und nicht gewollt. Ich meine, schön, das haben sie ja in Irland gedreht. Das ist super, sieht auch gut aus, aber irgendwie sieht es nicht magisch aus. Und es ist ja auch geschützt wohl durch diese Barriere. Mhm. Aber ja, da hat mir echt schon dieser Zauber und, oh, da wäre ich auch gerne zur Schule gegangen. Ja, das Feeling gefehlt. Auch. Das war sehr lieblos. Es fehlt, glaube ich, auch so ein bisschen das Magische. In der Originalserie haben alle Feen Flügel. Ich weiß gar nicht mehr, wann sie die kriegen, aber relativ schnell. Und so ist halt auch die Schule aufgebaut in der Serie. Du kannst halt irgendwie ganz viel rumfliegen da. Dadurch, dass sie jetzt gesagt haben, seit irgendwie 100 Jahren haben die Feen keine Flügel mehr. Na gut. Haben sie das halt rausgenommen. Das andere sind ja die Spezialisten. Das sind, soweit ich es in Erinnerung habe, auch wirklich ganz, also nicht Menschen, aber Leute ohne Feenkraft. Ja, sagt er, wir haben sie ausgewählt anhand ihrer fortgeschrittenen Waffenkunde und keine Ahnung, was sie halt noch für irgendwelches Wissen oder Fähigkeiten mitbringen. So, ne? Wobei ich muss sagen, mir kam die tatsächlich ein bisschen zu kurz, weil ich fand so ein Ninja-Einsatzteam fand ich eigentlich ganz cool. Es hat so ein bisschen Pfiff wenigstens noch mal reingebracht. Aber vielleicht machen sie damit noch mal ein bisschen mehr oder so. Das wäre ziemlich cool. Aber generell muss ich sagen, die Schule fand ich jetzt, also gestört hat mich da erstmal nichts so wirklich dran. Also nichts Auffälliges. Ich fand gerade dieses, ich sage jetzt mal Highschool-Leben oder was sie dort sozusagen haben, das hat mich so ein bisschen, vielleicht einen leichten Anleihen, so ein bisschen an Buffy halt dann erinnert. Ne? Wo, ich weiß nicht, habt ihr Buffy damals geguckt? Ja. Ich sag mal, da hast du ja auch die eine Auserwählte gehabt. Kommt neu an eine Schule und lernt dort dann halt auch relativ schnell irgendwelche Leute kennen. Ich muss sagen, Buffy war halt deutlich besser, alleine von den Dialogen her und so. Und hier haben ja alle irgendwie eine gewisse Fertigkeit oder eine Fähigkeit. Aber so diesen Vibe hatte es irgendwie für mich gerade auch nachher, weil man sagt, es war ja noch ein bisschen irgendwie brutal oder sowas, ne? Mhm. Ja. Was mich auch sehr gestört hat, wir haben ja relativ schnell gelernt, dass es da diese Barriere gibt. Und ganz am Anfang gibt es ja einen Menschen, der da durchgeht. Und der hebt halt die Hand, als ob er weiß, dass da eine Barriere ist. Und ich denke mir so, woher will der denn das jetzt wissen, dass da eine Barriere ist? Die ist durchsichtig und magisch. Woher weiß dieser nicht magische Mensch, dass er jetzt seine Hand heben muss, damit sich da eine, also das war so der, das war glaube ich relativ früh in der ersten Folge. Und ich dachte noch so, warum? Woher? Wie? Was? So ein ganzes Logikkonzept für mich zerstört gewesen.
da war schon vorbei. Aber was du schon erwähnt hast, schauspielerisch ist es jetzt halt keine Glanzleistung und auch von den Dialogen nicht. Also das ist eine von diesen Serien, wo ich leider sagen muss, dass die Synchro fast besser ist als das Original, weil die Synchronsprecher echt was rausreißen. Und das ist schon ein echtes Kompliment, ne? Ich meine, das ist ja wirklich selten, dass man sagt, also da finde ich das Synchro, da geben sie sich deutlich mehr Mühe als im Original. Aber wenn du schon auf die schauspielerischen Qualitäten zu sprechen kommst, ich muss sagen, ich habe zu keinem der Charaktere irgendeinen Zugang gehabt. Ich persönlich fand Blum anfangs schon ultra nervig und ziemlich so, ja, so eine Mischung zwischen dumm und arrogant. Weil ich meine, ja, sie weiß nicht wirklich, was in der Welt vorgeht, läuft aber wie die Chief, als über den Schulplatz. Und auch so die Unterhaltung mit ihren anderen Freunden, ja, die Blonde ist die Ultrazicke überhaupt, die manipuliert wie Sau. Ja, dann haben wir die eine, die lieber die ganze Zeit die Kopfhörer trägt, als sich zu unterhalten. Ich meine, klar, es gibt ja noch einen Grund. Aber dann dachte ich, okay, gut, das ist dann die, wo sagt, leckt mich alle am Arsch. Die einzige, zu der ich am Anfang noch ein bisschen, wirklich ach, ein ganz klein bisschen was aufbauen konnte, war die weibliche Version von Neville Longbottom, die da mit ihren Pflanzen rummacht. Die ging mir dann aber nach einer halben Stunde so dermaßen auf die Nerven mit ihrem, ja, ich bin etwas kräftiger, und ihr mögt mich deswegen nicht. Und das zieht sich ja wirklich durch. Oh ja. Und da habe ich gedacht, oh komm, ja, also das muss doch nicht sein, dass man das mal erwähnt oder so, dass du da ein Problem, alles gut. Aber doch nicht die ganze, dann macht es halt noch auf diese Mitleidsschiene. Und das hat mir echt einen Rest gegeben. Ich habe mir zwischendrin gedacht, wenn ihr jetzt alle Charaktere austauschen würdet, also die Schauspieler, und würdet neue reinstellen, würdet es, glaube ich, nicht immer merken. Weil ich war wirklich wie paralysiert davor gesessen und dachte, hoffentlich wird es besser. Hoffentlich wird es besser. Es wird halt keiner so wirklich sympathisch, ne? Nee. Und diese Spezialisten, das ist eine Gang von Assis, ja, die sich auf ihrem Zimmer immer schön einen reinrauchen und saufen und sich draußen rumprügeln. Und da fand ich halt auch überhaupt keinen einzigen sympathisch. Also der eine hat so ein bisschen Robert Pattinson-Style. Ich habe noch drauf gewartet, dass er anfängt zu glitzern. Also da wäre ich, glaube ich, ausgetickt. Aber nee, der Trainer von denen, der ist doch toll. Ja, aber der drischt am Anfang auf den einen Typ an und sagt, ja gut, also entweder nimmst du es wie ein Mann oder du lässt es bleiben. Und dann dachte ich mir auch, okay, das ist aber auch jetzt keine super Botschaft. Und ich habe halt wirklich ein Problem, wenn ich in eine Welt reingeworfen werde und mir wird überhaupt nichts erklärt. Die erzählen von Königreichen, die erzählen von Super Special Power Einsatzkommandos. Du hast noch kein Schwein gesehen. Und bevor ich weitermache, ist es auch wirklich so, da ist die Bedrohung im Wald. Und es ist nicht irgendwie nur ein kleiner Geist oder sonst irgendwas. Nein, da liegen Leichenteile rum. Aber es unterhält sich kein Lehrer mit den Schülern irgendwie groß drüber, dass sich einer hinstellt, so wie zum Beispiel jetzt beim namhaften Kollegen. Und man sagt, geht nicht in den Wald. Das ist überhaupt kein Thema. Es wird mal gesagt zwischendrin, ach ja, könnte was sein und ach ja, ein bisschen vor. Aber es wird überhaupt nichts gemacht deswegen. Das wird absolut runtergespielt. Und Unterricht ist das auch keiner. Als die eine nämlich aufsteht und sagt, ich habe keinen Bock mehr und geht, dachte ich mir, Alter, was bist denn du für eine Lehrerin? Sorry, dass eine Fee. Sie ist eine Fee. Dass ich jetzt diesen Monolog da raushauen muss, aber das hat mich so genervt. Dachte ich, mal, das kann doch nicht wahr sein. Die Ansätze sind wirklich gut und die Bösen, also diese Verbrannten, fand ich auch ziemlich cool. Dachte ich, oh, das könnte echt was werden, so mit Horrorelementen drin. Aber ja, wenn du da hockst und dir es eigentlich scheißegal ist, wenn jetzt ein Verbrannter in der Schule rumrennen würde, würde sie alle kalt machen. Dann wäre es halt schon fertig. Danke. Ich bin halt auch hin und her gerissen, ob ich zum Beispiel die Schulleiterin mag oder denke, boah, die lebt total an der Welt vorbei. Es gibt eine Szene, wo ja dann Blum sehr betrunken nachts um 3 auf sie zuläuft und sagt, ich will jetzt meine Familiengeschichte wissen. Und sie halt einfach ganz ruhig eine Antwort gibt, wo ich gesagt hätte als Schulleiterin, Kind, du gehst jetzt ins Bett,
Du hast 3 Wochen nachsitzen und danach können wir drüber reden. Ich weiß nicht. Ja, es ist halt so auch, was mich so teilweise, also das hört sich jetzt, wie kann man das ausdrücken? Das ist nicht falsch ausgelegt. Also mich stört es nicht, also Käfen, um Gottes Willen. Ich meine, wir werden uns dran gewöhnen müssen. Das wird öfters auftauchen jetzt, denke ich, in amerikanischen Sachen auch. Aber dass damit halt einfach so leichtfertig umgegangen wird. Ja, jetzt wurscht egal, ob jetzt Alkohol oder Rauchen, aber sie rauchen halt die ganze Zeit. Und da denke ich mir, ja, okay, ja, deswegen könnte es unter anderem ab 16 sein, klar. Aber ja, das ist einfach dieser leichtfertige Umgang, es hat überhaupt keine Konsequenz. Ja, jetzt nicht, dass man die um Gottes Willen da öffentlich auspeitschen muss oder sowas, aber das ist eine Schule, ja. Und ja, hab ich mal gedacht, jo, okay, ist mir ein bisschen zu arg verharmlost. Aber es ist klar, es ist ja auch was mit Feen und so, es hat ja jetzt nicht unbedingt das ganze Kieferkrummel. Das ist Feengras, das ist anders. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber damit hatte ich echt so meine Probleme. Wie fandet ihr die Effekte? Also wenn sie da anfangen, ihr Feuerzauber und Bäume wachsen zu lassen. Und mal so, teilweise sah es ganz natürlich aus und auch relativ gut, aber manchmal hast du echt gesehen, so das war, weiß nicht, hier CGI aus der Hölle. Also gerade als sie da im Wald war, da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, okay, jetzt haben sie scheinbar wirklich irgendwo ein bisschen was trockenes Gras angezündet, was so ein bisschen flackert, und dann das andere war, weiß ich nicht, aus Witcher 3 einfach mal geklaut, eine Fackel oder so. Der Azubi im dritten Lehrjahr. Ja, so ungefähr. Lehrjahr. Also das war teilweise mal, sah es gut aus und teilweise doch schon relativ schlecht. Ja. Dem würde ich mich anschließen. Also gerade das Feuer direkt auf ihren Händen, ja. Das hat ja irgendwie ein Azubi gemacht. Ja. Ich weiß nicht, was da los war. Also ich glaube, das war so, ich weiß nicht, Adobe After Effects draufgeklatscht. Aber ja, wie gesagt, das Feuer, was dann auch irgendwie unterwegs war, oder auch Effekte, die generell weiter weg von Menschen waren, die sahen eigentlich ganz schnicke aus. Mhm. Ja. Ja, so zwischendrin war es wirklich ganz hübsch. Und dann, wenn du irgendwie nah dran warst, habe ich auch gedacht, oh, C64-Grafik, geil. Ich habe lange nicht mehr gesehen. Schnell, rauszoomen. Wie ja, gesagt, doch. So dieser Body-Horror, der dann da teilweise war, ne, mit den Leichen, sag ich mal, das sah schon ganz ordentlich aus halt. Also ja. Das sah auch gut saftig aus. Das haben sie schon gut gemacht. Ja. Also ich weiß, ich habe heute gelesen, die hätten sogar noch schon eine zweite Staffel wohl bestellt. Okay. Meint ihr, das schlägt ein, weil ich habe auch so das Problem, wenn 16-Jährige sagen, also die Zielgruppe ist da, glaube ich, irgendwie ziemlich verschoben. Weil für so 12, 11, 10, 9-Jährige ist es definitiv nichts. Nee. Und für 16-Jährige nicht schon ein bisschen zu alt dafür. Also ich meine, wenn einer jetzt dann zu ihrer Gang geht und sagt, Alter, ich habe gestern Abend geguckt mit Fee. Ja? Die Frage ist, was wird sie verstoßen? Ausgegrenzt? Ja, das kannst du ja nicht. Das kann ich nicht krass bringen. Also, ich glaube, das Publikum, was sie da eher ansprechen wollen, sind so die Leute, die, ich weiß gar nicht, Wings ist ja, wie hast du gesagt, vor 14 Jahren rausgekommen? So ja, 14 so plus 10, so Mitte 20er, denke ich mal. Mhm. So 20 bis 30. Ja, oder die Leute, wirklich welche, halt früher geguckt haben. Die frisch 16 sind oder so. Ne? Wie gesagt, die Zeichentrickserie ist ja noch nicht weg. Ne? Meine Töchter gucken das auch noch alles. Und die sind halt, ja, 9 und 5 fast so, ne? Also, gut, denen würde ich das jetzt nicht zeigen halt, auf jeden Fall nicht. Warum? Aber ich glaube, so eine FSK 14 fehlt manchmal tatsächlich. Ich glaube, so dafür wäre es ganz gut, so auch gerade im Einstieg im Horror oder sowas. Wenn man das Kiffen weglässt, denke ich mal, würde es auch eine gute FSK 14 kriegen. Aber wenn ich mich so zurückerinnere, mit 16, mich hätte das jetzt nicht mehr umgehauen, so damals. Da war ich schon auch teilweise härtere Sachen auf jeden Fall gewohnt. So, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, so 16-Jährige, die so ein bisschen in dieses Fahrwasser von jetzt Stranger Things schwappen, oder ich glaube, Netflix hatte ja noch Cursed oder sowas. Ich glaube, die könnte das vielleicht abholen. Aber eine ältere Zielgruppe auf jeden Fall nicht, glaube ich. Kann ich mir ganz schwer vorstellen. Vielleicht ist die Zielgruppe die 15-Jährigen, die noch nicht, die eigentlich nichts ab 16 gucken dürften, es aber tun, weil es ab 16 ist. Und dann auch noch weil die coolen Kids auf dem Schulhof sagen, ey, guck, na gut, jetzt nicht Schulhof gerade, Entschuldigung. sich dann im Discord schreiben, ey, guck mal, Wings hier und ja, aber es ist ab 16. Ja. Da geht's krass ab. Stimmt. Gute Idee. Ja. Ihr habt gesagt, ihr wollt dranbleiben.
Ja. Warum? Also ich werde es mir zu Ende gucken, weil er doch ein paar ganz gute Tropes irgendwie aufgemacht hat, die ich zu Ende gucken möchte. Also ich fand zum Beispiel diesen Handlungsstrang von der Beatrix eigentlich ganz interessant. Also sie kommt ja so ein bisschen als Antagonistin rüber. Und das möchte ich mir gucken. Also gerade, was da nachher so im Keller verborgen liegt tatsächlich. Und ob sie es schaffen. Und ich, wie gesagt, ich mochte diesen Body-Horror da mit dem Verbrannten da eigentlich ganz gerne. Aber die Charaktere sind mir eigentlich mehr oder weniger egal, so wie du schon gesagt hast, Sven. Ja. Aber wie gesagt, ein paar Sachen sind ganz interessant und ich will mal gucken, wie es zu Ende geht einfach. Ja. Ich möchte auch einfach wissen, wie es zu Ende geht. Ich bin jemand, jetzt wo es gerade spannend wird in der Folge, dann möchte ich halt wissen, wie es zu Ende geht. Ich kann mich auch nur anschließen, ob das jetzt mit den Charakteren zu Ende geht oder nicht. Also ob da jetzt einer stirbt oder nicht, würde mich, glaube ich, nicht besonders mitreißen. Nee, auf keinen Fall. Aber ich möchte wissen, wie es ausgeht. Okay, okay, okay. Gibt's sonst noch was? Du willst ja nicht zu Ende gucken, ne? Sven, warum möchtest du das nicht zu Ende gucken? Nö. Die Kleine hat zwar auch schon gemeint, ja, was guckst du da? Was mit Feen? Kann ich mit? Kiffende Feen. Kiffende und trinkende Feen. Papa guckt Sachen mit Feen. Ja, aber die rauchen da drin. Ah, oh, Feen, die rauchen? Mhm. Ja, natürlich nicht verraten, was, aber die rauchen und sie trinken Alkohol. Alter, richtig, schafft's fort. Nee. Böse Feen. Die bösen Feen. Nee, da bin ich wirklich komplett raus. Das gucke ich mir dann halt weiter an. Ich habe die 3 Folgen mir angeguckt, in der Hoffnung, dass es vielleicht nochmal besser wird oder dass ich einen besseren Zugang auch kriege. Mhm. Aber ja, ich habe da einfach ein Problem, wenn man mich irgendwo reinschmeißt und mir nicht wenigstens ein bisschen was erklärt oder mir auch ein bisschen was zeigt. Weißt du, wenn sie sagen, da ist ein Königreich und bla, dann denkst du, okay, es ist jetzt ein Königreich mit viel Glitzer und viel und Blumen und so. Oder ist das krass und düster. Sonst was. Und düster, ja. Weil ja alles außenrum halt auch krass und düster ist. Irgendwie zumindest. Ja, das stimmt schon. Ein bisschen so mehr Lore oder ein bisschen drumherum hätten sie schon präsentieren können oder zeigen können. Da gebe ich dir recht. Mhm. Ja, damit habe ich einfach meine, ich brauche jetzt nicht alles vorgekaut, aber wenigstens ein bisschen Info, dass ich das irgendwo ein bisschen einsortieren kann. Aber das konnte ich da. Dass wir zumindest kaufen. Wissen, worum es grob geht. Ja, zum Beispiel. Nee, aber da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, kein Zugang. Nee, da hab ich's echt gelassen. Ja. Gut, habt ihr noch irgendwas zum Fate the Wings Saga, was euch gestört hat oder was ihr auch mal positiv herausheben wollt? Jetzt haben wir ziemlich draufgehauen, zumindest ich. Ich kann mich nur wiederholen, die Synchro ist gut. was ich zum Beispiel sehr interessant fand, war tatsächlich die Geschichte mit den Eltern. Dass sie verantwortlich oder sich selber für alles, sich verantwortlich macht für den Unfall und so. Das fand ich noch ganz interessant. Wobei mich dann wieder dieser Aspekt gestört hat, sie ist angeblich in der Schweiz. Also ja. Ich weiß nicht, ob die schon alt genug ist, sich ein Flugticket zu kaufen. Und naja, egal. Was hast du gehört? Hä? Okay. Nee, das fand ich noch, dachte ich, okay. Jo. Aber ansonsten kann ich da wirklich kein gutes Haar dran lassen. Ja, nee, so in dem Fall wirklich. Es hat mich sau viel gestört und ich habe auch zwischendrin mal Pause gemacht und habe gedacht, okay, jetzt, vielleicht bist du einfach auf schlechten Fuß und bla. Und dann habe ich doch weitergeguckt und dachte, nee, das ist wirklich nicht gut. Okay, aber ich bin ja nicht die Zielgruppe. Genau. Habt ihr noch irgendwas? Wollen wir noch Feenflügel vergeben für die Bewertung? Ach Gott, ja, stimmt. Hätte ich beinahe komplett übersprungen. Ja, auf Feenflügel. Deine Antwort kenne ich auch. bin ich mal gespannt. Okay, dann überrascht mich. Schießt los. Ja, ich vergib mal meine Feenflügel. Wie gesagt, ich habe es ja noch nicht ganz zu Ende geguckt. Irgendwo bin ich jetzt gerade in der Mitte. Hat ein paar schlechte Sachen auf jeden Fall. Gerade, das hat Sven auch schon gesagt, so die Charaktere sind relativ blass. Sie wollen gewollt modern sein, also ne, man hat jetzt zum Beispiel wie gesagt, eine etwas dickere Frau mit eingebaut, dickeres Mädchen eingebaut, was irgendwie so um sich kämpft, was halt sich gemobbt fühlt, aber stark sein möchte so und das wirkt ein bisschen zu aufgesetzt und dann auch einen schwarzen jungen Mann, der gerade seine Homosexualität entdeckt und damit offen umgehen möchte, so das sind so ein paar Sachen, die müssen jetzt vielleicht
drin sein, wenn man modern sein möchte. So, das ist aber mir ein bisschen zu gewollt und damit habe ich tatsächlich meine Probleme. Das muss ein bisschen lockerer so kommen alles. Gerade wenn alle anderen ringsherum dann auch noch aussehen wie Models oder so. Aber dennoch so die Geschichte fand ich erstmal ganz okay und möchte halt einfach wissen, wie es zu Ende geht. Und deswegen kriegt sie jetzt erstmal so bei der Hälfte 2,5 von 5 Feenflügeln. Sarah, okay. Schieß los. Ja, ich kann mich bei vielem einfach nur anschließen. Also, du hast schon super viele, ja, gute Punkte genannt. Ich würde aber keine 2,5 Feenflügel geben. Dafür fehlt mir dann doch ein bisschen zu viel Charakter in den Charakteren. Ich gebe 2 von 5 Flügeln. Okay. Ich gebe 1 von 5 Feenflügeln. Gerade aus den oben genannten Sachen. Die 1 kommt zustande, ja, weil so kleine Aspekte der Story dann doch schon interessant waren, aber jetzt nicht so interessant, dass sie mich eine ganze Staffel lang halten. Und den Rest habe ich eigentlich gesagt, ja, das wäre es dann soweit. Dann bleibt uns nur noch auf Wiedersehen zu sagen und bis zum nächsten Mal. Genau, dann ciao, ciao. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss. Ich grüße euch, ob Frau, ob Mann, zu unserer kleinen Runde. Kommt nur und bleibet gerne dran zu unserer Geschichtsstunde. 2 Staffeln werden nun beäugt mit scharfem Blick und ohne List. Wir beide, Britt und Paul, besprechen nun, was Dickinson ist. Und damit herzlich willkommen zur Besprechung der Apple TV Plus Serie Dickinson, die am 8. Januar 2020 in ihre 2. Staffel gestartet ist. Und wir sind heute zu zweit. Ich bin Paul und bei mir ist Britt. Hallo. Hallo. Britt, ja? Kannst du kurz zusammenfassen, was, Dankeschön, was Dickinson ist, beziehungsweise worum es bei Dickinson geht? Ja, bei Dickinson geht es um Emily Dickinson, eine amerikanische Dichterin, die und deren Leben in einem sehr, sehr stark stilisierten, fiktionalisierten, in einer stark fiktionalisierten und stilisierten Erzählweise. Vielleicht so. Ja. Genau. Wir beide haben Staffel 1 und Staffel 2 quasi in einem Rutsch durchgeschaut. Wir werden in diesem Cast nichts spoilern, zumindest nichts groß spoilern, nichts vorwegnehmen, aber unsere Meinung eben zu beiden Staffeln mal kurz anschneiden. Ich weiß von dir, dass du große Liebhaber von so historischen Stoffen und Kostümdramen und auch von Jane Austen etc. bist. Da sei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Beispiel mal die Telestammtischkritiken zu Sanditon oder Bridgerton empfohlen. Jetzt dreht sich aber alles um Dickinson. Wie hat dich diese Serie erstmal so allgemein abgeholt? Ich wusste im Vorhinein tatsächlich schon ein bisschen von dem, worüber sich der echte Period-Drama-Fan nicht so gefreut hat. Nämlich die Tatsache, dass Dickinson zwar historisch weitestgehend korrekt ist, was Kleidung und Interieur und sowas angeht, aber also zeittypisch gefilmt etc., aber Sprache, die Art und Weise, wie die Figuren miteinander umgehen, etc., Musik auch, das ist alles tatsächlich zeitgenössisch. Das heißt, den Figuren werden zeitgenössische Worte in den Mund gelegt, beziehungsweise andersherum, die Worte werden zeitgenössisch gemacht, indem man sie in einen anderen Rahmen stellt, sozusagen. Was ganz spannend ist, weil es natürlich wahrscheinlich genau auch das macht, was es machen soll, zeigen, dass vor 200 Jahren die Leute auch nicht viel anders waren als heute. Ja. Das war also das, glaube ich, wo die meisten sagen, oh, Dickinson, das ist aber schon irgendwie komisch. Das ist kein richtiges Period Piece, das ist kein richtiges Period Drama. Aber man, ja, man muss das mögen oder ich glaube, das ist so ein Ding, man hasst es oder man liebt es. Das glaube ich auch. Bei mir war es, ich konnte mich dann ganz gut drauf einlassen. Die erste Folge habe ich so ein bisschen zur Gewöhnung gebraucht und vielleicht auch die ersten 2. Aber dann habe ich gedacht, doch, ist eigentlich ganz nett. Also eigentlich, doch,
der Kontrast oder so, das gefällt mir eigentlich. Es ist natürlich schon komisch, wenn dann Figuren in zeitgenössischer Kleidung mit irgendwie auch in zeitgenössischem Interieur dann plötzlich irgendwie so auf der Couch flätzen und irgendwas erzählen von, ja. Yay, wir canceln den, ja, und im Hintergrund läuft dann irgendwie so Hip-Hop und du denkst dir so, das geht nicht. Also die Serie spielt natürlich auch mit diesen Kontrasten, das ist, glaube ich, wirklich, also das finde ich sehr gut gelungen. Aber ich habe mich da schon schwer getan. Also man irgendwann hat man sich reingeschaut. Also ich brauchte auch so 2-3 Episoden, bis ich dann so drin war. Aber trotzdem ist es mir tatsächlich in späteren Folgen noch so gegangen, ab und zu mal, dass in bestimmten Szenen mich das wirklich rausgerissen hat. Dass ich dachte, nee, das geht jetzt nicht. Das passt nicht. Ja. Ja, ich verstehe schon, wenn dann so, ich glaube, Emily war es auch, die dann irgendwann mal so auf der Wiese liegt und sagt, ja, ich chill hier oder so, dann ist das ja. Aber wie gesagt, es zeigt schon sehr, sehr deutlich, dass es in vielem vielleicht gar nicht so anders war, als wir uns es vorstellen. Was ich wirklich gut finde, ist, es nimmt so diese Mauer, diese Angst oder diesen Respekt, den man hat. Oh, Geschichtsserie vor 200 Jahren. Also da hast du ja immer so diese riesige Mauer von, alles war irgendwie anders. Die Gesellschaft, die Kleidung, die Art und Weise, wie miteinander gesprochen wird. Allein das ist ja schon für viele ein Hindernis, dass sie sagen, nee, also ich kann mir das nicht angucken oder ich kann das irgendwie nicht lesen, weil ich verstehe das einfach nicht. Und das wird hier einfach weggenommen. Natürlich ist vieles auch übertrieben. Also Jugendkultur, Party mit Opium statt mit Haschisch und so, also solche Dinge, naja, gut. Ja, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, eben wie du es schon gesagt hast, keine Ahnung, auch ein Publikum abzuholen, was eben jetzt nicht sich mit dieser Art und mit diesem Genre jetzt auseinandersetzt oder vielleicht eben auch die Jungen diesen Charakter oder diesen Menschen eben vorzustellen und eben nicht über so ein staubtrockenes oder groß aufgebauschtes Historiendrama. Ja, es ist natürlich auch gerade spannend, dass sie Emily Dickinson gewählt haben, weil Dickinson ja bekannt ist, also wenn man so ein bisschen sich mit ihr beschäftigt, sie ist eigentlich so als die mystische, geheimnisvolle Dichterin bekannt, die ja wirklich fast ihr ganzes Leben lang zurückgezogen in dem Haus ihres Vaters gelebt hat oder in diesem einen Zimmer sogar jahrzehntelang und das Zimmer nicht mehr verlassen hat und immer ab einem gewissen Alter, so ab um die 30 rum, immer ein weißes Kleid getragen hat. Also sie war sozusagen so dieser Geist, der durch Amherst schwebte und keiner wusste irgendwie so richtig. Also es gibt ganz, ganz viele Gerüchte und Spekulationen und also ganz unabhängig von ihrem Werk, das ja nochmal eine ganz andere Geschichte aufmacht, aber allein die Figur Emily Dickinson ist so eine mystische, geheimnisvolle Figur und sie wird halt immer bezeichnet, also sie wird halt immer so dargestellt, auch als so vertrocknete alte Jungfer, die auf sich selber zurückgeschmissen in ihrem Zimmer saß und irgendwie nur die ganze Zeit Gedichte schrieb und vielleicht auch verbittert war, vielleicht auch verrückt war, vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, Depressionen hatte oder vielleicht auch, ach was, auch was immer, ja, also du weißt das nicht. Und das ist natürlich schön als Ausgangspunkt für so eine Serie, weil du so viel erzählen kannst. Und sehr schön fand ich auch, dass sie hier eben nicht die Periode gewählt haben in ihrem Leben, wo sie eben schon zurückgezogen in diesem Zimmer saß und eigentlich nicht wirklich was passiert ist, sondern die Jugendjahre. Und da ist es natürlich aber so, das ist natürlich, denke ich, zum Großteil weit weg von realistisch. Also es gibt bestimmte Ereignisse, von denen man weiß, dass sie passiert sind und von denen man auch weiß, dass sie auch Emily Dickinson passiert sind. Aber im Grunde hat man da ganz, ganz viel erfunden und sich so ein bisschen auch an ihrem Werk langgehangelt. Was man auch daran sieht, dass eben so ähnlich wie du eben jetzt mit unserer Episode, jede Folge mit einem Gedicht oder mit einer Zeile eines Gedichtes eingeleitet wird. Jede Folge heißt auch wie eine Zeile von einem Gedicht. Und sie hat ja so viel geschrieben, dass du da eigentlich aus dem Vollen schöpfen kannst. Also du kannst ja noch 17 Staffeln machen. Und das fand ich auch einen sehr schönen Anknüpfungspunkt, einfach auch für diesen literarischen Aspekt, dass man sagt, man nimmt einfach etwas aus ihrem Werk und interpretiert es neu und setzt es auf diese Figur Emily Dickinson drauf, unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht, einfach um bestimmte Themen zu transportieren, über die man in der Serie reden möchte.
Oh, langer Monolog. Nein, aber es stimmt. Ich stimme dir auch da voll zu, dass mit den Gedichtszeilen, das fand ich auch sehr schön, auch wie sie innerhalb der Folge dann immer eingebunden werden. Sie werden dann quasi immer per, in einem Schriftzug, sieht man sie dann auch nochmal vor sich. Und was du auch gesagt hast, diese Serie, die, ich weiß gar nicht, als was ich sie noch einordnen würde, sie ist schon größtenteils, sag ich mal, Comedy oder auch überspitzt. Sie hat aber auch so ein, zwei mystische Momente, wenn denn der Tod in Erscheinen tritt. Und dann wird man auch dieser Vorspann, in dem man immer verschiedene Bilder sieht, der ist auch so ein bisschen mysteriös. Wie hat dir diese Seite gefallen? Fand ich grundsätzlich okay. Es war jetzt nichts, was mich so wahnsinnig abgeholt hat, aber das spielt natürlich so ein bisschen auch mit den Themen der Zeit, also so dieses Mystische und Seancen und so, das ist ja auch was sehr Zeittypisches. Und Emily ist sowieso eine Figur, also sie hat sehr viele, zumindest in der Serie, sie hat sehr viele, ja, wie will man das nennen, Halluzinationen, Fantasien, Fantasiegeschichten und man weiß manchmal nicht, spielt sich das, was jetzt wir hier sehen, in ihrem Kopf nur ab, ist das alles quasi erfunden oder spielt sich das wirklich in der Realität ab? Also da verschwimmen so verschiedene Ebenen und dann wird natürlich auch so ein bisschen mit dem Literarischen gespielt. Also es gibt zum Beispiel eine durchgehende Figur, also der Tod, mit dem sie sich immer wieder beschäftigt und der in der Serie tatsächlich buchstäblich auch auftaucht. Und das ist ja auch so ein ganz klassisches Thema in der Literatur, also der Dichter und der Tod. Damit wird gespielt auch natürlich. Und ich glaube, so ein bisschen diese mystischen Aspekte, die gehören da auch rein in dieses Emily Dickinson, die Geheimnisvolle, die vielleicht auch ein bisschen Verrückte, man weiß es nicht. Ja, das Ganze wird als Comedy oder als ja, Comedy-Serie eingeordnet. Das ist es zum Teil auch, aber es ist kein so haha Torte ins Gesicht Humor, sondern es ist wirklich so dieses überspitzte, völlig übertriebene, sehr bizarre teilweise auch, wo man trotzdem zwischendurch echt mal lachen muss und denken muss, es darf ja wohl nicht wahr sein. Und ich finde ganz besonders gut sind zwei Figuren, die das sehr, sehr gut verkörpern, nämlich einmal die Mutter, die gespielt wird von Jane Krakowski. Also die kennt man, ich denke, dass die meisten kennen wahrscheinlich sie noch am ehesten aus dem Cast und eben Hailee Steinfeld, die ja Emily Dickinson spielt. Das waren zumindest die zwei, die ich am ehesten noch kannte. Und wer das auch sehr gut transportieren kann, finde ich, ist die Schauspielerin, die Lavinia Dickinson spielt, also die Schwester von Emily Dickinson, nämlich Anna Baryshnikov. Und die ist auch sehr, sehr absurd als Figur. Und was ich sehr schön finde, ist, die entwickelt zum Beispiel ein bisschen, die kriegt ein bisschen mehr Story hin zur zweiten Season und entwickelt sich so ein bisschen weiter. In der ersten Season hatte man das Gefühl, die war nur so ein bisschen so Sidekick von Emily, um so ein bisschen Kontrast darzustellen und ab und zu mal auch so eine Comic-Relief-Figur. Und das steigerte sich dann zur zweiten Season hin. Also das fand ich ganz schön. Und die zwei Figuren, die schaffen das so, dieses bizarre Humoristische da reinzubringen. Also ich finde die behandelt ja in jeder Folge hat sie schon so ein Thema, was sie behandelt. Sie hat auch mehrere Oberthemen, die sich dann durch mehrere Folgen und so ziehen. Aber mich hat es im Grunde auch immer so ein bisschen an eine Sitcom, nur eben ohne Lacher und ohne und so weiter erinnert, weil sie dann, da gibt also wie gesagt, Hauspartys oder so, oder dann in der einen Folge, dann in der zweiten Staffel gibt es einen Kuchenbackwettbewerb oder so. Und das waren so typische Elemente, die ich jetzt vielleicht schon aus anderen Sitcoms oder so kannte und die jetzt hier eben in dieses ganze Historische und zusammen mit diesen, auch mit Emilys Gefühlswelt und so verbunden wurden. Ja, und jede Folge ist ja nur so ungefähr eine halbe Stunde lang. Also das kommt auch noch dazu, dieses typische Sitcom-Format auch. Und ich finde, dass diese Serie es ganz gut schafft. Also wenn man fragen würde, was ist es für eine Serie? Ist es jetzt ein Period-Drama oder ist es ein Sitcom oder ist es eine Comedy? Und ich finde, sie schafft es ganz gut, alle diese Elemente in sich zu vereinigen, weil es eben nichts davon wirklich richtig ist und alles so ein bisschen gemischt. Und sie schaffen es wirklich sehr gut,
so ein bisschen das Ganze dadurch frisch zu machen. Also das ist ja immer auch so diese Frage, so ein fresher Take, um mal mich der Emily Dickinson Sprache in der Serie zumindest zu bedienen, ein fresher Take on Period Piece. Also wie kann ich das neu interpretieren, wie kann ich das neu anpacken und trotzdem irgendwie in einem bestimmten Rahmen bleiben, der gesteckt wird durch dieses Genre. Und das schaffen sie wirklich sehr, sehr gut. Also ich war sehr überrascht, dass ich am Ende das dann doch so gut fand. Ja, jetzt haben wir Staffel 1 und Staffel 2, ja, ich glaube, du auch ziemlich schnell hintereinander angesehen. Konntest du da irgendwas feststellen, dass es Unterschiede zwischen Staffel 1 und Staffel 2 gibt? Ist dir irgendwas aufgefallen? Bei mir zumindest so in Staffel 2, da hat sich dann das ein oder andere, was ich fand, zum Beispiel so eine Party, die es dann in Staffel 2 dann auch häufiger gibt, ein bisschen wiederholt angefühlt. Natürlich hangelt man sich wieder auch an Emily Dickinson entlang und geht eben da, dass sie auch mal ein Gedicht von sich selbst veröffentlicht oder so. Aber irgendwie hat's dann, ich will nicht sagen, die Luft war raus, weil ich fand die zweite Staffel auch noch, also ich konnte die mir auch noch gut angucken, aber irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, vielleicht hängt man sich jetzt hier an der einen oder anderen Stelle ein bisschen auf. Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich gelangweilt gewesen wäre von Staffel 2, also das nicht, aber es gab natürlich bestimmte Themen, die sich wiederholt haben, da hast du schon recht. Generell geht es ja eigentlich um Emily Dickinson und auch so um dieses klassische, ein kreativer Mensch oder egal, ob das jetzt Dichter ist oder Musiker oder was auch immer, ein kreativer Mensch, der der Kreativität freien Lauf lassen möchte und der Welt präsentieren möchte und sich selber finden und zeigen will. So dieses Thema, das ist so ein durchgehendes Thema durch beide Staffeln und das wiederholt sich auf jeden Fall in Staffel 2. Es wiederholt sich, ja, da hast du schon recht. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm. Es kommen ein paar Aspekte hinzu. Nein. Es kommen ein paar Aspekte hinzu, gerade in Staffel 2 auch, die in 1 nur angeschnitten worden sind oder gar nicht behandelt. Also zum Beispiel so dieses Berühmtheit und Berühmtsein und sich der Welt mitteilen und sich aber dann auch verletzlich machen für die Welt. Das, glaube ich, wird in Staffel 2 noch so ein bisschen deutlicher behandelt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass versucht wurde in Staffel 2 vielen der Cast-Charaktere, also es ist ja in erster Linie ihre Familie und ihre Freunde und sie steht zentral in der Mitte, um die sich alles dreht, die Figur, den anderen Cast-Mitgliedern so ein bisschen mehr Geschichte zu geben. Also während ich zum Beispiel fand, dass ihr Vater relativ prominent in Staffel 1 war und auch die Beziehung zwischen ihr und ihrem Vater, fand ich ihn in Staffel 2 fast überhaupt nicht irgendwie prominent im Vordergrund. Dafür aber dann eher doch die Schwester und die Mutter, beziehungsweise natürlich auch immer, wie in Staffel 1 natürlich auch, die Beziehung zwischen ihr und ihrer besten Freundin. Ja, also da wurde, glaube ich, ein bisschen mehr drauf Gewicht gelegt, die Leute um sie drumherum ein bisschen mehr auszubauen. Dann habe ich mich, während ich das angeguckt habe, ich mich noch gefragt, also es wäre für mich, glaube ich, keine Serie, auf die ich jetzt Woche für Woche warten würde und mich darauf freuen würde, wenn die neue Folge dann draußen ist. Sie hat für mich dann ganz gut funktioniert, ich will nicht sagen als Lückenfüller, aber so zwischendurch eine Folge Dickinson und so, und das war, also damit konnte ich zumindest nichts falsch machen. Jetzt ist diese Veröffentlichung wöchentlich bei Apple. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man alles zusammen hat und sie sich dann so einteilen kann, dass man auch mal zwei Folgen so schnell hintereinander gucken kann, dann ist das auch besser geeignet. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Auf der anderen Seite finde ich schon, wenn man sich so ein bisschen den literarischen Content anschaut, den man ja kriegt auch, dann dauert das schon so eine Woche, bis das so ein bisschen gesagt ist. Also das ist vielleicht gar nicht so dumm, dass da eine Woche dazwischen liegt zwischen den Folgen, aber dadurch, dass die Folgen immer so kurz sind, gehen die halt auch irgendwie so ein bisschen schnell verloren. Also ist natürlich auch unserer Sehgewohnheit geschuldet. Ja. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja, naja, aber an und für sich, ja, okay. Also passt schon. Ja. Und Staffel 1, wie gesagt, auch besser als Staffel 2. Aber die ganze Staffel wirklich komplett in einem Rutsch bingen, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das stimmt schon. Die ganze Staffel bingen könnte ich, glaube ich, auch nicht. Aber ich meinte, dass man so eben, jetzt habe ich gerade mal noch eine halbe Stunde oder so. Oder ich muss gerade noch mal dann noch so eine Folge. Da hat sie zumindest für mich immer sich so gut angeboten. Ganze Staffel bingen würde ich, glaube ich, auch nicht. Ja, ja.
Gut, dann lass uns doch zu einer kleinen Bewertung oder zu einem kleinen Fazit kommen. Ich weiß gar nicht, was für ein Gegenstand oder was auch immer wir nehmen könnten. Eine Schreibfeder oder eine Sonnenfinsternis oder... Ja, dann lass uns auch eine Schreibfeder nehmen. Also zwischen 1 und 5, 5 das Beste, 1 das Schlechteste, würde ich doch mal sagen. Es ist immer so schwierig, ich kämpfe immer mit mir selber. Ich würde dem Ganzen eine 4 geben, tatsächlich. Okay. 4 Schreibfedern. Ja, ich würde 3 geben und eine in der Mitte durchbrechen, also 3,5 Schreibfedern geben. Ja, ich fand das solide. Also kann man sich mal angucken. Also ja. Man kann, es ist auf jeden Fall auch gut produziert, eine gut produzierte Definitiv, Serie. Ja. Also das kann man kann es sich auf jeden Fall gut anschauen. Und wenn man sowieso so ein bisschen Gefallen hat, nicht nur an so Period-Drama oder so, sondern auch generell so ein bisschen literarisch angehaucht ist, sage ich jetzt mal, und einem das so ein bisschen entgegenkommt, dann glaube ich, kann man da wirklich sehr viel für sich rausholen, wenn man denn darüber hinwegkommt oder sich daran gewöhnen kann, dass das Ganze eben so modern aufgezogen ist von der Inszenierung her. Denn das ist natürlich wirklich ein großer Stolperstein. Richtig, ja. Und deswegen denke ich, gerade für solche Leute ist das bestimmt was, wo die wirklich Spaß dran haben. Bei dem man auch jedem nachvollziehen kann, der mit diesem Kontrast oder mit diesem Misch nix anfangen kann. Ich glaube, das ist auch... Das Wobei ja dieses typische, ich hasse es oder ich liebe es, dieses ganz konträre oder sehr, sehr eindeutige, das ist ja auch sehr jetzt. Also dieses, entweder hasst man es sehr oder man liebt es sehr. Und ich bin auf der Ich-liebe-es-Seite, deswegen. Ja, da würde ich mich auch eher anschließen, ja, ich sehe mich da auch eher auf diese Seite. Gut, danke für dieses Gespräch, Britt. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir sind hier in einem Hexenzirkel und ich habe hier in meinem Kreis, den wir nicht verlassen dürfen, heute an meiner Seite den Patrick. Hi. Und den Adrian. Hallo. Und vergesst nicht, wir dürfen den Kreis nicht verlassen. Warum ich das sage? Wir reden heute über The Black String, das Böse in dir. Das ist ein Film, der am 29. Januar 2021 auf DVD und Blu-ray erscheint. Läuft ungefähr 1 Stunde 33 Minuten, soll ein Drama-Horror-Thriller sein. Ist von Brian Hansen und mitspielen tut Frankie Muniz, den kennen wir alle unter Malcolm mittendrin. Blake Webb und Chelsea Edmondson. Soweit, so gut. Patrick, du möchtest die Inhaltsangabe machen, habe ich recht? Ja, klar. Frankie Muniz spielt einen Typen, der heißt Jonathan, der lebt sehr zurückgezogen, hat sich von Familie und Freunden und allen isoliert und verbringt die meiste Zeit bei der Arbeit in der Tankstelle oder dass er irgendwelche Ratgeber liest, die ihm helfen sollen, wieder in Kontakt mit Menschen zu treten. Und irgendwann hat er dann eine ganz einsame, traurige Nacht, bleibt beim Pornokanal hängen. Und die Frau vom Pornokanal scheint mit ihm zu reden und er beschließt dann daraufhin im Internet, sich mit einer Frau zu verabreden. Die beiden haben dann eben Sex, aber er hat sich mehr eingefangen als eine Geschlechtskrankheit. Irgendwas scheint ihn von innen heraus zu zerfressen und er will diesen Fluch dann irgendwie brechen. Darum geht es jetzt in den Film. So ist das. Und Adrian, wie empfandest du den Film? Erzähl mal. Ja, also ich fange mal mit der Story an. Fand ich von der Grundidee her richtig interessant. Das ist ja schon so eine bekannte Geschichte, dass die so böse, dunkle Mächte den Körper einnehmen und dass dann irgendwie ja sowas Okkultes dahinter steckt. Und ich muss sagen, die Grundidee war sehr interessant. Das andere ist natürlich, wie das dann am Ende umgesetzt ist. Also ich muss sagen, Frankie Muniz als Hauptdarsteller, der macht das schon richtig gut, diese Panik, als er merkt, dass er von irgendwas besessen ist. Das ist, ja, er macht das Schilder das sehr eindrücklich und das ist wirklich, also für den Film richtig wichtig, dass du so jemand hast wie Frankie Muniz, der auch über 90 Minuten lang das trägt, diese Eindrücklichkeit, dass er jetzt besessen ist von irgendwas und dann rausfinden muss, was hat mich da überhaupt befallen oder was ist da jetzt hinter? Ne? Das ist ja nicht nur eine Geschlechtskrankheit oder sowas, sondern es scheint ja sowas Okkultes zu sein, irgendein Fluch oder sowas. Und das war von der Grundidee richtig interessant. Wie das am Ende umgesetzt ist, vielleicht können wir da mal in der Diskussion gleich drüber sprechen. Aber so vom Ansatz her fand ich das gut.
Ja, dann können wir das ja gleich machen. Dann diskutieren wir mal über die Umsetzung von dieser Grundidee. Patrick, erzähl mal, wie fandest du die Umsetzung von dieser Grundidee? Man muss jetzt dazu sagen, Frankie Muniz hatte 2012 einen Schlaganfall. Er hat ziemliche Gedächtnislücken. Mhm. Also er erinnert sich noch nicht mal mehr an die Zeit von Malcolm mittendrin. Ja. Der ist deswegen nur noch sporadisch bei Sharknado, bei Preacher und sonst wie in kleinen Nebenrollen aufgetreten. Deswegen fand ich das schön und erfrischend, dass er jetzt endlich mal wieder sich in eine Hauptrolle traut. Ja. Die Panik bringt er auch überzeugend rüber, aber diese Ereignisse um ihn rum sind nicht immer wirklich so optimal oder so panisch machend, wie sie sein könnten oder sollten. Ich sag nur blubbernde Wände. Ja, blubbernde Wände, richtig. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu, hast du natürlich recht. Ich finde auch, dass Frank Muniz nach dieser langen Zeit eigentlich als Hauptdarsteller endlich mal wieder zu sehen ist. Wie du schon sagst, schon erfrischend und so. Ich finde nur, dass vielleicht das Genre oder so vielleicht, oder wenn dann ein richtiger Horrorfilm vielleicht besser gewesen wäre als dieses halb öde Ding. Oder eben ein Drama in den Wiedereinstieg ins Leben. Das hätte bei ihm auch wie die Faust aufs Auge gepasst und hätte ihn von seinen schauspielerischen Leistungen her vielleicht ein bisschen mehr gefordert oder wäre ihm mehr entgegengekommen. Weil im Prinzip spielt er sich da ja selber, der auch wieder einen Fuß versucht zu fassen. Richtig. Ich finde auch von Bild her war es eigentlich nicht verkehrt. Es war schon ansehnlich gemacht. So. Aber ja, sogar, also wenn dieses, was auch immer da unter die Haut kriecht und dann auf seiner Haut auch Blasen wirft und er versucht, das abzuschneiden und so, das war ja schon mit einem netten Gore-Gehalt inszeniert. Da hat es auch wirklich das Genre Horror quasi schön gestriffen. Man muss dazu sagen ja auch, dass es nur sehr wenige Szenen gibt, wo dann auch wirklich so Effekte zu sehen sind. Also er hat ja diese paar Visionen mal nachts und dann gibt's ja die Szenen, wo er versucht, sich dann dieses bösen Etwas zu entledigen, wie du gerade schon sagtest, Patrick, indem er da irgendwie sich was aus der Haut schneidet. Aber im Ganzen ist das ja, wenn man am Anfang hört, das ist so ein Mystery-Horror-Thriller, da erwartet man viel mehr Effekte, viel mehr, ja, meinetwegen auch so ein bisschen Gore oder Blut, meinetwegen, ne? Aber das ist ja nur ein Teil dieser Film. Der ist ja auch gleichzeitig so eine Art Familiendrama im weitesten Sinne. Man sieht ja auch Frankie Muniz, wie der Konflikt mit seinen Eltern so ein bisschen zum Vorschein kommt. Es scheint da ja irgendwie in der Vergangenheit schon mal Probleme gegeben zu haben zwischen ihm und seinen Eltern. Und die glauben ihm ja auch nicht, als er erzählt, dass ihn irgendwas besessen hat. Und dann hat er auch noch einen Konflikt mit seinem besten Freund, der Inhaber von diesem Schnapsladen ist, wo er arbeitet. Und das ist ja auch teilweise, ne? Du hast auf der einen Seite ihn, der besessen ist und versuchen muss, sich da jetzt von diesem Bösen zu entledigen. Aber auf der anderen Seite hat er auch noch diesen Konflikt, dass ihm keiner glaubt und dass er so ein Außenseiter ist. Und das ist ja auch zusätzlich nochmal, ja, so ein eigenes Genre in sich. Und das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes aus meiner Sicht. Es ist nicht nur das, teilweise fühlt sich so an, als würde er durch den Film schlafwandeln, weil ihm da nicht genug entgegenspielt. Teilweise werden dann Konflikte unnötig erzeugt. Also er hat am Anfang bei sich im Laden einen Typ, der will Kondome kaufen und er fragt dann in etwa welche Größe. Später wird er mit diesem Typ wieder konfrontiert und der sagt dann, ey, was willst du von mir? Du hast mich und meine Freundin letztens so dumm angegafft. Verpiss dich, du Wichser. Und dann entsteht da auch wieder so ein seltsamer Konflikt und dann endet das damit, dass er dann sagt, haha, das, was ich habe, habe ich dir jetzt auch angehängt. Mhm. Und er fährt dann wirklich in Slow-Mo mit dem Fahrrad vor ihm weg. Ja. So in der Art Edge-Badge gucken. Ja, genau. Da gebe ich dir recht. Ja, ich finde auch, dass hier Frankie Muniz natürlich viel Screentime hat, im Gegensatz zu anderen. Man sieht eigentlich immer nur ihn. Und wenn dann mal ein anderer Charakter da ist, ist der immer sehr flach oder sehr kurz gehalten, der Augenblick. Und auch hier mit der Dina heißt sie, glaube ich, mit der er geschlafen hat. Genau. Die ist ja eigentlich auch nur in der Anfangsszene und ganz am Schluss nochmal kurz zu sehen, wo er dann feststellt, dass mit der irgendwas passiert ist. Und deswegen trägt Frankie Muniz eigentlich schon den Film und das kann man ihn eigentlich nicht ankreiden, aber der Film macht halt in meinen Augen vieles falsch. Schon allein in dem Aspekt Horror, da fehlen mir so ein bisschen die Jumpscares, hatten wir im Vorgespräch schon, fehlen da so ein bisschen. Die Effekte sind zwar teilweise gut gemacht, aber kommen viel zu selten vor, dass es einen richtig in die Horrorstimmung brachte. Also
wie hast du vorhin gesagt, man hat echt aufpassen müssen, dass man nicht dabei einschläft. Ja, also es ist halt wirklich so, dass man, wenn man Horrorfilme mag, dann, die leben auch von der Atmosphäre. Wenn nichts passiert, dann nimm irgendeine creepy Musik oder irgendwie zeig die Bedrohung, mach ein unangenehmes Gefühl. Ich verweise dann nur auf Halloween, da war auch nicht großartig viel Budget, aber durch die Musik hattest du die ganze Zeit so ein ungutes Gefühl, dass was passieren könnte. Auch das geht dem Film ab, dass diese kleinen Schockmomente einen eher rausreißen, bevor man wegschläft. Das ist ein gutes Stichwort. Das ist ein gutes Stichwort, Patrick, wenn du sagst, diese Schockmomente fehlen. Es fehlt ja auch irgendwie ein klassischer Antagonist, irgendwie sowas, so ein Bösewicht oder so, dass der ein Gesicht hat auch. Also wir wissen, da ist irgendwas Böses und es gibt ja auch so, sag ich mal, Personen, die auftauchen, die offensichtlich dahinter stecken, aber die tauchen im ganzen Film jetzt so hochgerechnet vielleicht 5 Minuten auf. Da läuft einer mit einem schwarzen Schlapphut rum, der irgendwelche bösen Sachen noch sagt am Ende. Aber die kriegen überhaupt kein Gesicht, dieses Böse. Man hört nur oder man liest nur so ein bisschen mit, was Frankie Muniz so in so einem Ratgeber über wie treibe ich den Teufel aus oder sowas liest. Aber man sieht ja nichts, ne? Man sieht keinen klassischen Bösen oder kein Böses in dem Sinne. Gut, am Ende taucht nochmal etwas auf, was so ein bisschen böse aussieht. Wir wollen jetzt nicht spoilern. Aber es fehlt irgendwas, an dem man sich so als Zuschauer so reiben kann. Du hast auf der einen Seite Frankie Muniz als den, mit dem du mitfieberst, und auf der anderen Seite hast du ein paar Visionen, sag ich mal. Mhm. Ein bisschen Matsch an der Wand. Und dazwischen viel Leerlauf. Genau. Ja, ist richtig. Es gab sogar eine Szene, wo dann stilistisch und musikalisch so aufgebaut war, wo ich gedacht habe, oh, jetzt endlich, jetzt kommt ein Jumpscare, jetzt, und dann war gar nichts. Und ich so, hey, das kann doch nicht sein, jetzt habt ihr es endlich mal in den Griff bekommen, so musikalisch und eine Spannung aufzubauen, und dann war gar nichts. Und das hat mir irgendwie, also so lief das halt durch den ganzen Film. Ja, aber auch wirklich, du hättest den öfter auch in so mysteriöse Ereignisse stolpern lassen können, selbst wenn das undefiniert ist oder er irgendwie in so eine Masse stolpert, wo er sich unwohl fühlt. Ich meine, die Leute, die dem Ganzen ein Gesicht geben könnten, die tauchen halt echt nur 5 Minuten auf, und dann denke ich, ja toll, ihr seid auch wirklich Leute, die Antagonisten so gut wie gar nicht einsetzen. War da das Geld zu knapp? Hat es da für die Darsteller gerade nicht mehr gereicht? Ja, bei manchen Filmen kann man wenigstens sagen, man versteht, was der Sinn vom Drehbuch war oder worauf der Regisseur das so hinaus wollte. Aber ich finde, selbst das kommt in diesem Film nicht vor, dass man jetzt so irgendwie ein bisschen den Sinn versteht, warum der jetzt genau diese Bildsprache, sage ich mal, wählt. Das ergibt sich nicht. Du meinst so Suspense, dass das Böse immer irgendwie so im Horizont so angedeutet wird. Aber auch das fehlt. Ja. Du weißt nur, irgendwie geht's unserem Hauptdarsteller scheiße. Ja. Und niemand will was mit ihm zu tun haben. Deswegen ist er alleine, deswegen ist er isoliert. Und daraus hättest du viel mehr machen können. H.P. Lovecraft hat aus dieser Isoliertheit so viel mehr Atmosphäre gezogen, auch wenn er mittlerweile fragwürdig ist. Aber er wusste zumindest, Isoliertheit zu inszenieren. Mhm. Das hätte diesen Film vielleicht gut getan, dass sie dann vielleicht die Kamera ein Stück weiter zurückfahren, mehr an ihm kleben bleiben und dann zeigen, wieso ihm das auch alles zu schaffen macht. Das wirkt für mich auch so ein bisschen wie aus der Luft gegriffen. Man weiß, der ist zerstritten, aber wieso, warum, kriegen wir auch nicht erklärt. Das ist wahr. Ich fand auch den Film sehr, sehr voraussehbar, muss ich ehrlich sagen. In manchen Szenen habe ich schon genau gewusst, worauf es hinausläuft, und dann ist es genau so passiert, wie ich es mir schon gedacht habe. Mit 5 Minuten Verspätung. Ja, richtig. Schon allein die Endszene. Wie gesagt, ich will nicht spoilern, ich sage auch nicht genau, um was es geht, aber ganz am Anfang kriegt er von der einen Hexerin oder Hellseherin, glaube ich, war es, gesagt, er muss alles rausholen. Und dann habe ich schon genau gewusst, wie es ausgeht, ganz am Schluss. Ich wusste genau, worauf es hinausläuft, und genau so ist es passiert. Was haltet ihr denn von diesem Medium oder von dieser Hexerin? Also ich dachte, als die aufgetaucht ist, das könnte der Sache nochmal so ein bisschen was Interessantes mit einbringen. Aber die taucht ja dann auch nur 2-mal auf und sagt dann ja auch in der 2. Szene direkt, du musst jetzt alleine weitermachen. Du hast jetzt alles, was du brauchst. Ein Buch und ein Messer. Das fand ich so Quatsch in der ersten Szene. Willst du ihm noch helfen und bringt ihn da in diese Hütte
und zeigt ihm so, wie er was machen kann, um sich so ein bisschen zu helfen. Und in der zweiten Szene, wo man es antrifft, sagt sie so, ach, leck mich am Arsch, mach doch, was du willst. Mhm. Guck, wie du klarkommst. Und dann haben wir echt dieses krasse Klischee, dass die immer irgendwie so einen passenden Ratgeber haben. Teufelsaustreibung für Dummies oder irgendwie. Dann erklärt es, ach, daran bist du also gestolpert. Das finde ich immer so absurd lustig, wenn die im Horrorfilm quasi die Bauanleitung oder die Anleitung für dieses Monster finden, das sie verfolgt. Da muss ich dann doch eher lachen. Zweimal danach kacke. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber mir fällt eigentlich nichts mehr dazu ein. Ich bin so sprachlos. Das war, in meinen Augen war das verschenkte Zeit. In diesen 1,5 Stunden hätte ich bei Assassin's Creed oder irgendwo anders wesentlich weiterkommen können. Ja, der Ansatz war vielleicht ganz okay, mal so was mit Frankie Muniz, so als so jemand, wo man dachte, okay, mit dem könnte man nicht unbedingt rechnen bei der Art Film. Ne? Also, der ist jetzt aus Malcolm in the Middle bekannt und dann lange gar nicht. Dann hat er vielleicht mal bei Dancing with the Stars mitgetanzt oder sowas und jetzt mal wieder so ein Film, wo er eine Hauptrolle ist. Aber das ich finde es ja nicht schlecht, dass er endlich mal wieder eine Hauptrolle hat. Ne? Aber dann sowas. Du also Dancing with the Stars. Nein, natürlich nicht, habe ich gehört. Okay. Hab ich so gehört. Ich habe gehört, nee, ich habe gesehen, dass er bei Sharknado mitgespielt hat und bei Preacher hat er da in so eine Rinne reingepisst, wo ein Charakter sich befunden hat, aber ja, auch alles nichts, was ihn großartig gefordert hat. Nun gut, dann sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich sagen würde, es bringt eigentlich nichts mehr. Wir drehen uns im Kreis, den wir nicht verlassen dürfen. Richtig. So, dann würde ich sagen, kommen wir am besten zum Fazit und vergeben Punkte, wie immer. Mhm. Und zwar vergeben wir, ich würde sagen, 5 Dolche. Also bis zu 5 Dolche dürfen wir vergeben. Und wer fängt denn an? Adrian? Ja, ich fange mal an. Also 5 Dolche gibt es bei mir nicht, nein. Ich hatte ja gerade schon gesagt, den Ansatz fand ich gut, diese Geschichte zu erzählen von diesem Einzelgänger, der besessen wird und dann auf die Suche geht nach dem, was ihn da besessen macht und was da so der Hintergrund ist. Und dann auch mit Frankie Muniz als diesen Darsteller, den man sonst eigentlich nur aus dieser Sitcom kennt, die ja eher humoristisch ist. Aber am Ende ist es einfach total verschenkt. Es gibt keinen richtigen Antagonisten, es gibt keinen richtigen Spannungsaufbau, es gibt keine richtigen Darsteller, die nebenbei laufen. Frankie Muniz macht 99% und der Rest läuft so nebenbei. Und am Ende ist es ein Film, den man schnell auch wieder vergessen hat. Deswegen gibt's für den guten Willen 1,5 Dolche. Okay, Patrick? Ich kann mich diesen 1,5 Dolchen echt nur anschließen und da würde ich sogar sagen, ist der halbe Punkt geschenkt. Einfach weil es schön ist, Frankie Muniz wieder im Geschäft zu sehen und ich auch Malcolm mittendrin mochte. Also ja, zu sehen, dass es ihm besser geht. Dafür gibt es den halben Punkt. Aber der Film, der wird Horrorfans nicht wirklich gefallen. Ich würde sogar raten, wartet ab, bis der auf Amazon oder Netflix für lau zu sehen ist. Dann macht ihr damit nicht viel falsch und verbratet auch nicht das Geld. Ja, da kann ich nur einfach Dito sagen. Ich kann in allen Punkten kann ich zustimmen. Ich finde es natürlich sehr schön, dass Frankie Muniz endlich nach seiner Krankheit wieder zu sehen ist. Ob es jetzt der Film unbedingt reißen wird, glaube ich nicht. Ob man den jetzt auch empfehlen kann, jetzt unbedingt bei Amazon Prime zu gucken. Ich sage eher, bitte, als Geld dafür auszugeben. Ja, da hast du schon recht. Hast du schon recht. Nein, ich meine nur Frankie Muniz-Fans. Wo natürlich mal ihn wieder sehen wollen und sich freuen, ihn mal wieder zu sehen. Die können da gerne mal reinschauen. Er hofft aber nicht, die Sterne vom Himmel oder so, keine Ahnung. Die kennen ihn schon, weil der ist ja schon von 2018. Der ist ja schon seit über 2 Jahren in Amerika veröffentlicht. Ah, okay. Ja, okay. Ja, gut. Ich habe noch den kleinen Einwand vielleicht für eine trashige Filmnacht. Vielleicht kann man den dann da einwerfen. Meinst du? Ich finde aber dann so Trash-Horrorfilme wie gerade Sharknado sowas macht dann viel mehr Spaß, wenn man in der Gruppe zu viert mit einem Bierchen in Tuss sowas anguckt als so. Ja, das ist aktuell nicht möglich. Also wenn ihr sowas machen wollt, dann macht das per Skype-Call. Genau. Gut, in diesem Sinne vielen Dank, Patrick und Adrian. Gerne. Hier. So, und jetzt Hex, damit dieser Kreis da durchbrochen ist und wir dann nicht noch weiter gefangen sind. Und wir gehen dann, genau. So, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Und in diesem Sinne, tschüss. Ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder einer der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!